Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bundesministerin, sehr geehrter Herr Staatssekretär, liebe Kolleginnen und Kollegen und werte Zuseherinnen und Zuseher. Unsere Vorsitzende Beate Meindl-Reisinger hat im Zuge der Budgetdebatte ein sehr plastisches Bild geprägt. Sie hat davon gesprochen, dass die Regierung mit diesem Budgetentwurf alle Probleme mit Geld bewirft und hat auch darauf hingewiesen, und das völlig zu Recht, dass natürlich damit keineswegs alle Probleme gelöst werden. Was nun das Justizbudget betrifft, ist es ja durchaus erfreulich, und ich stimme hier in das Loblied sozusagen meiner Vorredner ein, dass es gelungen ist, vieles zu verbessern. Das Budget weist markante Steigerungen auf. Die Planstellen werden noch einmal aufgesteckt. Das wird der Qualität der Justiz gut tun. Und was ich auch besonders hervorheben will, ist ein großer rechtsstaatlicher Fortschritt, dass jetzt vorgesehen ist, dass es einen Verteidigerkostenersatz im Falle von Freisprüchen oder auch Verfahrenseinstellungen geben wird. Hier wird es darauf ankommen, dass wir jetzt sehr zügig die notwendigen logistischen Maßnahmen treffen, damit wir dieses Instrument noch in dieser Legislaturperiode dann tatsächlich auch in die Wirkung bringen. Stichwort Legislaturperiode. Sie geht zu Ende. Es ist das letzte Budget, das wir debattieren in dieser Gesetzgebungsperiode. Und hier komme ich halt auch auf die kritische Seite zu sprechen, wo man eben sieht, dass es nicht alles bringt, wenn man alles nur mit Geld bewirft, wenn nicht tatsächlich auch substanziell in wesentlichen Bereichen gearbeitet wird. Und wenn ich mir das Justizprogramm, den Justizteil des Regierungsprogramms 2020 bis 2024 so anschaue, so muss ich doch zum Ergebnis kommen, dass es trotz viel Geldeinsatzes offenbar nicht gelungen ist, sehr wichtige Themen umzusetzen, die sehr wohl im Regierungsprogramm drinnen stehen, wo sich ja die beiden Regierungspartner darauf verständigt haben, das umzusetzen. Beispiel: Es ist davon die Rede, und das würde also wirklich für die Bevölkerung, die wir hier repräsentieren, sehr viel Mehrwert bringen, wenn es gelungen wäre, das Verschuldensprinzip im Ehescheidungsrecht endlich zu kübeln. Das steht herinnen im Programm. Passiert ist da nichts. Es steht auch herinnen, und das wäre auch höchst an der Zeit, den Zerrüttungszeitraum im Scheidungsrecht zu verkürzen. Ganz wichtig, da gibt es zwar offenbar einen Vorschlag, den wir noch nicht kennen im Detail, eine Neuordnung des Kindschaftsrechts. Hier geht es um die Zukunft. Ich darf das als Praktiker schon unterstreichen, wie wichtig es ist, ein modernes, ein zeitgemäßes Familienrecht zu haben. Und hier hinken wir einfach hinterher. Gar nicht zu reden vom Verfahren zur Festsetzung des Kindesunterhalts, der oft mehr Schaden als Nutzen anrichtet, weil die Verfahren viel zu kompliziert gestaltet sind und weil hier dringender Handlungsbedarf wäre. Wir beenden damit unsere Übertragung hier in ORF 3. Morgen steht dann der zweite Plenartag zum Budget auf dem Programm. Da geht es unter anderem um die Kapitel Gesundheit, Soziales, Arbeit und Wirtschaft. Ja, mit ORF 3, da sind Sie selbstverständlich wieder live mit dabei ab 9.05 Uhr. Hier geht es jetzt weiter um 19.15 Uhr mit den neuesten Nachrichten in Aktuell am Abend. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Fernsehabend mit ORF 3. Auf Wiedersehen.